diesem Video stelle ich eine einfache CSS-Animation her. Ich habe ein HTML-Dokument vorbereitet mit etwas Text und mit einem Link auf ein Stylesheet. Du siehst bereits am Font, dass das Stylesheet funktioniert. Ich habe ebenfalls eine Transition eingerichtet, so dass, wenn ich den Cursor über den Text bewege, dass die Größe sich verdoppelt. Transform Scale to. Eine CSS-Animation unterscheidet sich von so einer Transition. Und zwar ist sie nicht interaktiv. Die Animation kann ich aber beliebig oft wiederholen. Und es gibt noch andere Dinge, die sich leicht von Transitions unterscheiden, wie du gleich sehen wirst. Ich werde jetzt zuerst alles löschen, was mit der Transition zu tun hat, außer den Ursprung für Transformationen. Das hat mit Animation nichts zu tun, aber das entscheidet, wohin sich das Wort bewegt, wenn es skaliert wird. Es soll oben links den Ursprung für die Veränderung haben und nicht in der Mitte der Zeile. Das wäre hier irgendwo im Weißraum drin. Darum lasse ich das drin. Jetzt muss ich für eine Animation zuerst Keyframes erschaffen. Keyframes, das sind definierte Zustände, zwischen denen interpoliert werden kann. Wenn du schon einmal mit After Effects oder ähnlicher Animationssoftware gearbeitet hast, hast du das vielleicht schon einmal gesehen. Ich lege zwei unterschiedliche Zustände fest und dann rechnet der Computer die Zwischenstufen aus, eine Interpolation. Also brauche ich jetzt diese Keyframes und dazu schreibe ich @keyframes. Und diese Keyframes, die brauchen einen Namen. Ich kann verschiedene Keyframe-Regeln schreiben. Jede muss ihren eigenen Namen haben. Und diesen Namen kannst du frei wählen. Darum nehme ich jetzt ASDF, um zu betonen, dass das ein erfundenes Wort ist. Natürlich macht es teilweise Sinn, dort etwas Bedeutungsvolleres zu wählen. Und dann schreibe ich zwei Keyframes. Das für den Start und das für das Ziel. Ich schreibe from und dann geschweifte Klammern und dann to und geschweifte Klammern. Und in diese geschweiften Klammern schreibe ich nun die unterschiedlichen Eigenschaften, zwischen denen ich interpolieren will. Also hier in diesem Fall wäre es eine Verdoppelung der Größe. Ich schreibe zuerst Scale 1. Ordentlichkeitshalber mache ich einen Strichpunkt dahinter, es könnte ja noch etwas dazukommen. Und dann für den Zielzustand sage ich Scale 2. Und das sind meine zwei Keyframes. Also ich möchte interpolieren zwischen einfacher Größe und doppelter Größe. Sehen tue ich noch nichts, denn es gibt keinen Bezug zwischen dieser Keyframes-Regel und zwischen der H1-Regel. Dazu dient eben dieser Name. Dieser Name, den ich den Keyframes zugewiesen habe, und den kann ich hier angeben. Ich kann sagen Animation Name, Doppelpunkt ASDF. Und jetzt habe ich eine Verbindung hergestellt. Ich sehe aber immer noch nichts, weil ich keinen Zeitraum angegeben habe. Damit das sichtbar wird, brauche ich hier einen wahrnehmbaren Zeitraum, der verstreichen kann. Und das schreibe ich mit Animation Duration. Dann kann ich zum Beispiel sagen, eine Sekunde 1s. Und jetzt animiert ist. Die Animation wird ein einziges Mal abgespielt. Ich kann die Seite neu laden, um das zu wiederholen. Und dann springt das Wort zurück an den Ursprung. Ich kann eine Angabe dazu machen, dass das Wort so stehen bleibt nach einmaligem Abspielen, dass Hello World groß wird und dann groß stehen bleibt. Dazu gibt es eine extra Regel, die mir jetzt gerade entfällt. Aber das ist vielleicht ein Grund hier, das nachzuschlagen bei MDN. Es gibt verschiedene Seiten zu CSS-Animationen bei MDN, vielleicht muss ich das
das noch genauer angeben mit CSS. Using CSS Animations, das kann ich sehr empfehlen. Dort wird es so tutorialartig beschrieben. Ich schaue mal hier nach. Und da sehe ich gleich zu oberst eine Auflistung aller Eigenschaften im Zusammenhang mit Animationen. Und ich suche Animation Fill Mode. Wenn ich hier angebe Animation Fill Mode, Doppelpunkt, und jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, es ist Forwards, dann müsste das so stehen bleiben. Also wenn die Seite geladen wird, vergrößert sich das Wort und bleibt dann bei doppelter Größe stehen. Das ist Animation Fill Mode. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich zeigen möchte, sondern interessanter finde ich in unserem Zusammenhang Animation. Wenn du Animation schreibst und das stehen lässt, dann wird dir der Texteditor auch zeigen, was es gibt. Ich möchte Iteration Count. Iteration heißt Wiederholung. Also wie viele Male soll das stattfinden hier, diese Animation. Ich kann zum Beispiel sagen dreimal. 1, 2, 3. Fertig. Oder ich kann sagen unendlich, infinite. Und jetzt läuft das einfach. Das ist jetzt nicht so schön, weil es immer von der doppelten Skalierung zurückspringt, sobald die Animation beendet ist. Und auch hierzu gibt es eine Regel, um das hin und her spielen zu lassen, vor und rückwärts. Da kann ich sagen Animation Direction. Und da kann ich sagen Alternate. Und jetzt wird vor und zurück abgespielt. Und dann gibt es noch eine Eigenschaft, die vielleicht von Interesse ist. Das ist Animation Timing Function. Und was hier gemeint ist, ist ein Easing. Easing bedeutet die Beschleunigung, die während der Animation zum Tragen kommt. Also wie schnell wird interpoliert. Das kann linear sein, wenn ich linear schreibe. Dann bewegt sich das total regelmäßig vor und zurück. Wenn ich aber zum Beispiel schreibe ease in, dann beginnt es langsam und wird gegen Ende schneller. Oder es gibt ease in out, das ist so eine regelmäßige S-Kurve. Und du erinnerst dich vielleicht oder kennst es schon, es gibt eine Webseite, die heißt easings.net. Und dort kannst du all diese Easing-Funktionen nachschauen. Du kannst dort teilweise auch solche Cubic-Bezier-Funktionen herauskopieren. Und die lassen sich hier in CSS einfügen. Das beschreibt dann einen Pfad, der angibt, wie schnell von A nach B interpoliert wird. Das kann je nachdem Sinn machen oder ein besseres, natürlicheres Gefühl herstellen oder was auch immer. Also so stellst du eine einfache CSS-Animation her. Statt zu skalieren gibt es viele andere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, hier mehrere Eigenschaften anzugeben. Soll nicht nur transformieren, sondern es könnte auch von transparent auf opak animieren. Und du siehst hier bereits, dass es auch ohne, dass ich Opacity 1 angebe beim Zielzustand, es wird jetzt schon sichtbar aus dem Grund, dass die Opazität von 1, die Deckkraft von, die volle Deckkraft, dem Grundzustand entspricht. Aber ich bin dafür, die Dinge immer beim Namen zu nennen und nicht immer alles implizit zu machen. Das ist für uns einfacher zu verstehen. Ich könnte auch hier
Transform Scale 1 weglassen und es würde trotzdem kleiner und größer, weil die einfache Skalierung der Grundzustand ist. Aber ich würde dir empfehlen, hier immer alles ganz konkret aufzuschreiben. Jetzt kannst du abschalten und das selber ausprobieren oder noch kurz weiterschauen. Ich zeige hier noch eine Alternative zu diesen Wörtern from und to. Was es nämlich stattdessen gibt, ist eine Möglichkeit, mehrere Keyframes hier zusammenzufassen und nicht nur den Start und das Ziel anzugeben, sondern vielleicht auch ein Zwischenwert. Und das kann ich mit Prozentzeichen machen. From heißt 0% und to heißt 100%, also 0% der Interpolation bis zum Ende 100%. Und da könnte ich jetzt eine Zwischenstufe angeben, zum Beispiel 30%. Und das wäre dann nach einem Drittel der verstrichenen Zeit. Und hier könnte ich zum Beispiel sagen, dass zum Beispiel Letter Spacing 0 sein soll. Das ist eigentlich immer so. Kein Zwischenraum zwischen den Buchstaben. Und das aber dann am Ende bei 100% Letter Spacing bei 3 Pixeln sein soll. Und jetzt siehst du, dass es zu Beginn das Wort nicht sperrt, die Wörter werden nicht gesperrt. Erst wenn es schon ein bisschen angefangen hat, werden die Wörter gesperrt. Oder ich kann es vielleicht noch etwas extremer machen, indem dass ich 80% sage, also erst gegen Ende soll das gesperrt werden. Also so kannst du mit diesen Prozentzeichen auch etappenweise Animationen oder Interpolationen herbeiführen. Okay, probier es mal aus. Viel Glück!